Hi und herzlich willkommen bei meinem neuen Vlog. In diesem Vlog möchte ich über zwei bestimmte Themen reden. Und zwar einmal das repetitive Verhalten und Probleme mit sozialen Kontakten. Weil beide Themen mich gerade ziemlich betreffen und ich diese Sachen auch leider schon seit meiner Kindheit habe, dachte ich mir, ja, also ich mache einfach mal ein kurzes, knackiges Vlog-Video darüber und erzähle euch mal meine Erfahrungen, was das angeht. Also erstmal geht es um das Thema repetitives Verhalten. Bei mir ist das so ausgeprägt, dass ich, wie soll ich sagen, also ich habe bestimmte Routinen, die wiederhole ich immer und immer wieder, damit ich halt nicht ausgelastet bin, vor allem emotional. Und ja, also damit ich auch Reizüberlastungen und so weiter ja, verhindern kann. Das ist zwar auch paradox, was ich jetzt sagen werde, aber manchmal bin ich dann auch zu sehr an eine dysfunktionale Verhaltensweise gewöhnt, und zwar das Nichtstun. Also ich schlafe sehr viel und ja, also das verhindert mich auch teilweise, was meine Routinen angeht. Meine Routinen sind zum Beispiel das Beten. Das mache ich 5-mal am Tag und das konsequent. Vielleicht auch noch Zähne putzen oder Gesicht waschen oder duschen. Also ich dusche jeden Tag. Ich habe auch vor kurzem noch geduscht. Ja, also diese Sachen verfolgen mich mein Leben lang. Ich habe mir das im Nachhinein, ich würde sagen, ja, also ich habe mir das angewöhnt. Ich habe auch bemerkt, wenn ich diese Verhaltensweisen nicht aufweise, dass ich dann öfter in so eine Reizüberlastung komme. Und ich sag mal so, also eine Reizüberlastung ist halt, also eine sensorische Reizüberlastung ist halt nicht wirklich angenehm. Also es überfordert halt einen Menschen, also mich jedenfalls geistig, insoweit, dass ich, also ich, wie soll ich das erklären? Ich bin dann wirklich extrem krass gereizt und wütend und habe Angst. Ich schwitze am ganzen Körper. Und ja, also das macht mich halt wirklich, also buchstäblich fertig. So, und jetzt kommen wir auch zum Thema soziale Kontakte. Bei mir war das immer so, ich hatte nie wirklich Interesse daran gehabt, sozial halt erfolgreich zu sein. Mir waren Freunde auch nicht, also zweitrangig, die waren nicht wirklich wichtig für mich. Ich wollte nur meine Ruhe, was ich leider in meiner Vergangenheit nicht bekam. Ich wurde ja gemobbt. Ich interessiere mich auch mehr für Gegenstände als für Menschen, also menschliche Beziehungen. Das war auch schon immer so. Also zum Beispiel, ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Also ich interessiere mich mehr für zum Beispiel Technik. Ich bin PC-Enthusiast, also Technik-Enthusiast. Ich habe ja zum Beispiel auch die Apple Watch Ultra 2, das iPhone 15 Pro Max, das neueste bis jetzt. Wahrscheinlich werde ich auch, sobald ein neues iPhone kommt oder ein iPhone danach, werde ich ja auch ein neues holen und mein altes verkaufen. Ich kann halt nichts dafür. Es ist halt für mich, ja, Routine geworden. Genau, und also was Kontakte halt angeht, es ist nicht so, dass ich mich einsam fühle. Ich fühle mich überhaupt nicht einsam. Ich habe auch sowas nicht nötig. Von mir aus kann ich ein oder zwei Freunde haben, aber Hauptsache, ich muss mich nicht denen verpflichten, weil das ist für mich sehr anstrengend, weil ich auch eine Maske tragen muss. Und die Maske mehrere Stunden oder sogar für Tage aufrecht zu erhalten, ja, brennt mich aus. Und das erhöht auch das Risiko, dass ich wieder in also Overloads oder Meltdowns reinkomme. Und Meltdowns sind halt nochmal eine Stufe höher als Overloads. Die, das kann man mit einem Nervenzusammenbruch, glaube ich, gleichstellen. Also das ist schon sehr heftig. Und ja,
Also das wollte ich mal gesagt haben. Wie ist es bei euch denn so? Also bei euch meine ich damit also an anderen Autisten. Ist es bei euch genauso, dass ihr keine Interesse habt, so Freundschaften zu haben, dass ihr Kontakte nicht pflegt oder Schwierigkeiten dabei habt, diese konstant zu halten? Bei mir ist das jedenfalls so. Also ich habe Schwierigkeiten, Kontakte, also zwischenmenschliche Kontakte zu pflegen und sie auch, ja, also, ne, halt aufrecht zu erhalten. Melde mich auch mehrere Monate mal nicht bei einem Kontakt, mit dem ich halt Kontakt habe. Nicht, weil ich sie hasse oder so, sondern weil ich mit viel, viel anderen beschäftigt bin. Das kommt aber natürlich anders rüber für die Person. Die denkt, ich wäre wütend oder würde mich nicht um sie kümmern. Das stimmt alles gar nicht. Ja, damit ihr, was das angeht, Bescheid wisst. Ich denke mal, das ist auch ein Symptom, also das ist generell ein Symptom von Autismus, würde ich sagen, dieses repetitive Verhalten. Also ich habe ja nicht nur diese Routinen, ich habe einen geregelten Tagesablauf, das ist auch, das muss auch immer gleich sein. Zum Beispiel, ich stehe um eine bestimmte Uhrzeit auf und gehe um eine bestimmte Uhrzeit schlafen. Wenn sich da etwas abweichen sollte, kann ich entweder nicht einschlafen, oder auch nicht durchschlafen. Durchschlafen kann ich eigentlich sowieso nicht, aber also es erschwert mir die ganzen Sachen nur mehr, finde ich. Ja. Was wollte ich noch sagen? Also ich habe auch bestimmte, ich denke auch, also ich wiederhole mich auch sehr oft, was die Themen angeht. Zum Beispiel Autismus, jetzt vor allem Autismus, weil es jetzt auch meine Spezialinteresse geworden ist. Weil ich mich damit identifizieren kann und in meiner Kennenlernphase bin, was Autismus angeht. Ich würde mich nicht wundern, wenn sich Leute aufregen würden, dass ich die ganze Zeit über das eine Thema rede. Falls das sein sollte, es tut mir leid. Also ich mache das nicht absichtlich. Es ist einfach ein Thema, das mich brennend interessiert. Und ja, Themen, die mich besonders interessieren, da widme ich meine Aufmerksamkeit besonders hin. So, ich denke, das sollte es auch erstmal gewesen sein. Falls euch Fragen aufgefallen sind oder aufgekommen sind, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und folgt mir. Das würde mich sehr freuen, das würde mich auch unterstützen. Genau, ich freue mich auf das nächste Mal. Also ich weiß jetzt nicht, was für ein Thema ich beim nächsten Mal machen werde, aber ich werde da schon vorausplanen. Dementsprechend verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.